Festspiele beginnen. Generalprobentag Tannhäuser, aber wir reden gar nicht mit Tannhäuser, sondern mit dem Lohengrin, mit dem Stolzing des Bayreuther Festspielsammlers Klaus-Florian Vogt. Was treibt dich hier in die Generalprobe von dem Tannhäuser? Naja, Tannhäuser ist ja auch meine Partie mit und deshalb hat mich das sehr interessiert, wie das hier szenisch umgesetzt ist. Wir dürfen noch nicht zu viel verraten, aber es wird provokant werden. Ja, bestimmt ein bisschen anders, als man erwartet, aber ich finde es, also mir gefällt es gut. Ja, ich finde es auch ganz spannend. Okay, mehr verraten wir heute mal noch nicht. Was ich schon spoilen kann, ist, was jeder hier heute am Tag der Generalprobe im Festspielpark sieht. Und zwar die Venus-Gefolgschaft feiert eine kleine Beachparty hier mitten im Festspielpark. Und da gibt es auch alles. Eine Travestieschau, einen kleinen Zwerg auf dem Ruderboot und eine kleine Reminiszenz an Castorfs Ring mit den Krokodilen. Guck, da ist er schon. Unser kleiner Freund. Und hier geht die Travestie weiter. Das Publikum ist ja unberechenbar, wie wir wissen. Manchmal wundert man sich in der einen wie in der anderen Richtung. Ich glaube, es wird ziemlich genau 50-50 sein. Also ich glaube, 50% werden es ablehnen und 50% werden es großartig finden. Also die Festspielzeit ist eine absolut wichtige und schöne und immer ganz besondere Zeit im Jahr und ich freue mich jedes Jahr wieder neu drauf. Was ist das, was du hier besonders genießt? Also es sind alle Wagner-Leute da, es sind alle Musikleute da. Ist das so ein Festival, wo man auch sagt, hier eben auf der Terrasse in einer Pause, so viele Leute treffe ich sonst nie und kann mich mit denen austauschen oder was ist das Besondere hier? Ich glaube, dass das ganz Besondere ist, dass wirklich alle, die hier mitmachen und beteiligt sind, das ganz freiwillig machen und aus freien Stücken hierher kommen. Teilweise sogar auch große Opfer bringen, nämlich ihren Urlaub opfern. Und wenn ich an die Musiker denke, die müssen Dienste vormachen und Dienste nachmachen, um hier mitzumachen. Und ich glaube, dass das ein Faktor ist, der diese ganze Gemeinschaft unheimlich zusammenschweißt. Hier sind wir im mystischen Abgrund in Bayreuth, im Orchestergraben. Da sitzt der Dirigent, Valerie Gerger wird da sitzen. Und hier sitzen die Klarinetten. Wir haben einen Festakt für Wolfgang Wagner und wir sehen überall echter Wagner-Fußboden und hier Rost. Und das liegt daran, dass Wolfgang Wagner irgendwann festgestellt hat, der Klang der Klarinetten ist da oben nicht optimal und deshalb hat er hier einen Rost einbauen lassen, damit einige Töne einfach versacken. Mystisch, mystisch geht es hier zu. Und man kann von hier die Bühne überhaupt nicht sehen, aber die Lichter im Zuschauerraum.